FFP2-Maske tragen muss und getestet sein muss, einen 2G-Nachweis erbringen muss. Ist es? Hab eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht, zum Osteopathen. Also ich habe viel investiert und nun befinde ich mich in der Situation, mich entscheiden zu müssen, was wiegt schwerer? Die Bedenken gegenüber einer Covid-Impfung, die noch in der Studienphase ist und erst nächstes Jahr 2023 im Dezember abgeschlossen sein wird. Oder ob ich mein Leben wieder zurückhaben möchte und auch mein Studium fortsetzen kann. Wir haben 2019 ein großes Symposium an der Universität Heidelberg veranstaltet. Das Thema war: Ist evidenzbasierte Medizin, führt sie auch zu einer sinnorientierten Medizin? Es waren prominente Vertreter der evidenzbasierten Medizin als Referenten dabei, wie Frau Professor Mühlhauser oder Herr Professor Antes. Alles Leute, die frühzeitig bei der Corona-Krise gewarnt haben, dass wir den Weg der Vernunft und der Objektivität verlassen, aber auf die nicht gehört wurde. Zeit, dass wir wieder selber denken. Zeit, dass wir wieder anfangen, wir selbst zu sein. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr länger leise sein. Es ist Zeit, es ist Zeit, es ist Zeit. Mach dich bereit, sich bereit, sich bereit. Zeit, dass wir wieder selber denken. Wir können nicht mehr warten, frei zu sein. Frei zu sein.